Rebellion in der Goldstadt. Ein Hörspiel von Günter Eich. Rebellion in der Goldstadt. Ein Hörspiel von Günter Eich, vorgestellt von Karl Karst. Lieber Adi, ich habe mich über dein Lebenszeichen gefreut und vor allem auch darüber, dass es aus Hohenfeld kam. Meines kommt nicht aus Berlin, wie du siehst, aber dieser Stadt gegenüber hat der Flughafen Schönefeld manche Vorteile. Zum Beispiel, dass es reichlich Butter gibt. 20. September 1939, Flughafen Schönefeld. Günter Eich an Adolf Arthur Kunert. Ich bin nicht wegen meiner soldatischen Tugenden eingezogen worden, sondern wegen Katrinchen, die ich heute verfluche. Nun, sie gehört mir nicht mehr. Sie wurde mir abgekauft für einen respektablen Preis. Erst stand ich mit ihr 8 Tage lang auf einem Sammelplatz, dann ging's nach Rangsdorf zu den Luftnachrichten und ich wurde zu einem sogenannten Funker und in eine prächtige Uniform gesteckt. Nun aber hocke ich hier in der 6. Woche und ich fahre. Erst einen Oberleutnant namens Orion, jetzt einen Leutnant namens Lehmann, so kommt man herunter. Flughafen Schönefeld, 15. Oktober 1939. Lieber Adi, schönen Dank für deinen Brief. Ich sehe, dass bei dir alles ringsherum eingezogen ist. Das erstaunt mich fürbass, denn von meinem Berliner Bekannten ist kein einziger dran. Und aus der Tatsache, dass wir uns jetzt damit beschäftigen, zu exerzieren und Kartoffeln zu buddeln, kannst du auch ersehen, wie unerhört nötig wir gebraucht werden. Der Gedanke, dass man noch Jahre hinter diesem Stacheldrahtzaun sitzen könnte, ist sehr stimmungsfördernd. Deshalb ist mir auch bisher kein Filmstoff eingefallen, so gerne ich auch möchte, denn ich sehe meinen baldigen Ruin voraus. Ob ich den Wagen jemals bezahlt bekomme, wird mir auch immer fraglicher. Aber eigentlich ist das ja auch alles gleich, wenn man aus dieser Zeit noch eine innere Reserve in die Zukunft hinüberretten kann. 13. März 1940, Berlin, Wilmersdorf, Prinzregentenstraße. Lieber Adi, ja, es ist ein Arbeitsurlaub, aber eine Verlängerung ist mir offenbar nicht beschieden. Fricke hat ihn erwirkt, aber es hat ein langes Hin und Her gebraucht, schriftlich und telefonisch, ehe mein Herr Chef, 22 Jahre und entsprechend von seiner Wichtigkeit durchdrungen, sich bereit erklärte. Aber das liegt alles schon so weit hinter mir, als wären es Jahre. Kurz dagegen, zum Verzweifeln kurz, erscheint mir die Zeitspanne bis zu meiner Rückkehr ins gesegnete Hinterpommern, zu meinem Klappenschrank. Die Lady Hamilton, auf die ich ein Auge geworfen hatte, war inzwischen schon in Hamburg aufgetaucht und nun musste in aller Eile ein neuer Stoff gesucht werden. Von der ganzen schönen Liste, die ihr in Berlin ausgearbeitet hattet, soll indessen kein einziges mehr bearbeitet werden. Nun ist es der Streik der Goldminenarbeiter 1922 in Johannesburg. Ein Thema, das ich mit entsetzt gerungenen Händen ablehnte, wäre ich Propagandaministerium. Ich nehme auch an, dass es nie gesendet wird, was zwar schade wäre wegen meiner Pleite, aber Urlaub werde ich gehabt haben, und was das bedeutet, weiß nur der, der jeden Abend um 9 bei abgedrehtem Licht im Bett liegen muss und darüber nachdenkt, was eigentlich das Dasein des Soldaten mit Heroismus zu tun hat, zumindest in Märkisch-Friedland. 20. April 1940, Fliegerhorst, Märkisch-Friedland. Lieber Adi, mein Hörspiel »Rebellion in der Goldstadt« ist mit Ach und Krach fertig geworden und ist ein jammervolles Werk. Dennoch hoffe ich stark auf eine baldige Sendung, honoraris causa, mit Anschluss an die Sender sämtlicher inzwischen eroberter Gebiete. Rebellion in der Goldstadt. Ein Hörspiel von Günter Eich. Yeah.
Augenblick wirklich gedeckt. Denk doch daran, dass der Mensch nicht nur ein animalisches Wesen ist. Ach, du predigst wieder, Lilien. Wie vergeblich sind meine Erziehungsversuche. Wenn ich nicht bestimmt wüsste, dass es wieder mal ein neuer Spleen von dir ist, dann würde ich sagen, du hättest doch Missionarin werden sollen. Bei den armen Negern in Johannesburg, die so schwer für deinen armen Vater schuften müssen. Ich glaube, es ist Gottes Wille, dass ich hier in London bleibe und mich zuerst einmal der Arbeiter hier annehme. Ist dein Nachtclub der geeignete Ort, um den lieben Gott zu zitieren? Aber Dickie, Gott ist doch überall. Ich habe ihn im Nachtclub noch nicht gesehen, aber man kann natürlich nicht wissen. Vielleicht ist er in der Jazzband und bläst Saxophon. Oh, pfui, Dickie, du bist wirklich ein Atheist. Dahin wirst du auch noch kommen, wenn du dich für so schön sagst, der Arbeiter annimmst. Du wirst in die Politik geraten und ich gebe zu, dass ich dich auf der Rednertribüne des Unterhauses lieber sehe, als unter Negerweibern Choräle singen. Oh, an die Rednertribüne des Unterhauses habe ich nicht gedacht. Denke ruhig daran. Warum willst du nicht eine Rolle in der großen Politik spielen? Ach. Der Tochter Lord Pembroke stehen alle Türen offen, denn sie hat den märchenhaften Reichtum ihres Herrn Papa hinter sich. Außerdem setzt du dabei auf das richtige Pferd. Die Tochter eines Lords, Sozialismus, das muss Erfolg haben. Das ist der Pach. Davon spricht man mindestens eine Season lang. Übrigens hörst du mir nicht zu, Lilien. Wo siehst du hin? Interessieren dich die fetten alten Gentlemen da drüben? Ein bisschen. Ach so. Der Jüngere dabei ist es der? Wer, Thompson? Der Glatte mit den Basiliskenaugen und dem Gorillagebiss. Tatsächlich, er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dir. Dein Witz gefällt mir besser als deine Frömmigkeit. Na, Dickie, du hast mir durch deine Beschreibung Thompson direkt interessant gemacht. Vergiss nicht, dass ich zur Eifersucht neige. Na, ich bitte dich, er ist der Sekretär meines Vaters. Und die feisten Gentlemen kennst du die auch? Ja, eine illustre Gesellschaft. Da der Glatzkopf mit dem Monokel und dem schmuddeligen Frack hemmt. Der Geiferin, die bei Mord d'Oeuvre aus dem Maule. Er sieht aus wie ein Mann von Verdienst um das Empire. Die hat er in der Tat. Gruben in Wales, Olivenweiden in Irland, Zuckerrohr in Westindien, ein Bankhaus in der City und die Mehrzahl der Aktien in einem Dutzend von Mammutunternehmen. Und der mit dem Hörer und der basedoschen Krankheit? Vier Schlösser in Schottland, Eisenwerk und Rüstungsindustrie. Also ebenfalls Verdienst um das Empire. Die haben sie alle. Auch der da mit den Säbelbeinen? Der Gentleman mit den Säbelbeinen ist mein Vater. Ein Glück, dass sich die Beine nicht vererbt haben. Ich verstehe nicht. Mein Vater geht nur in einen Nachtclub, wenn er ein erfolgreiches Geschäft gemacht hat. Noch demnach müsste er Stammgast sein. Lass mich mal nachdenken, was das sein könnte. Nun wollen wir nicht lieber tanzen? Nein. Ich finde das Banjo aufregender als die Geschäfte des Lord Pembroke. Das sind alles Herren, die an südafrikanischen Bergwerken interessiert sind. Auch dieser Herr Thompson? Noch Thompson. Das ist nur ein Anhängsel. Weißt du, der darf den Champagner mittrinken und darf zuhören. Und jedes Wort, das er hört, ist sicherlich 100 Pfund wert. Thompson, reichen Sie mir doch mal die Austern rüber. Bitte, Miller. Sollte die geschäftliche Unterredung immer in einem Nachtclub beschließen. Vielleicht könnte man sie ganz dorthin verlegen. Oh, ist nicht schlecht. Austern oder ein zartes Rostbeef regen geistig an. Und ich begreife wirtschaftliche Zusammenhänge besser beim Anblick schöner Beine oder eines wohlgeformten Busens. Meine Herren, mein Hörrohr scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. Wovon sprechen Sie eigentlich? Von der Weltwirtschaft, Morre. Ja, ja, das Jahr 1921 war schlecht. Unter uns gesagt, ich kam nur auf 450.000 Pfund Reingewinn. Gegen das Doppelte in anderen Jahren. Ober, Sie vernachlässigen uns. Sekt ist alle. Drinkwater, wie finden Sie das rothaarige Mädchen da drüben? Mein Typ ist mehr das Üppige. Na, üppig war es nicht, nein. Aber der schlechteste Posten in meiner Bilanz sind die südafrikanischen Goldminen. Also meine Herren, 2% Dividende, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das grenzt an Bankrott, Morley. Ja, was esse ich jetzt? Das ist die Frage. Wenn die Goldpreise heruntergegangen sind, so sind wir doch nicht verpflichtet, allein den Nachteil zu tragen. Davon haben wir doch den ganzen Nachmittag schon geredet. Da wollen Sie mir durchaus den Appetit verderben. Bitte? Die Johannesburger Goldminen, die liegen mir schon schwer im Magen. Wie ein zu fettes Hammelsteak.
Oh, eine Erleuchtung. Ober, ich esse einen Hammelsteak, aber nicht zu fettig. Was sagt er? Er meint, dass ja Mr. Thompson in einigen Tagen nach Südafrika abfährt und mit unserem Johannesburger Kollegen und mit der Bergwerkskammer verhandeln wird. Mr. Thompson, Ihr Sekretär. Ja. Ah, das sind Sie, junger Mann. Jawohl, Milord. Na, das ist ja sehr tüchtig, junger Mann. Hier können Sie sich die Sporen verdienen. Na, wie denken Sie denn nun so über die Sachlage? Ja, also, kauen Sie die Geschichte zum 100. Mal durch, Thompson. Wir widmen uns indessen eingehend dem Champagner. Zum Wohl. Oh, ja, ja, also, zum Wohl, meine. Die Minen sind nicht genügend rentabel, Milord. Aber ich habe in meiner Denkschrift zahlenmäßig nachgewiesen, dass sich die Erfolgsrechnung fast aller Gruben wesentlich verbessern ließe. Statt 2% könnten 3-4% Dividende ausgeschüttet werden. 4%? Na, und wie erreichen Sie das? Durch ein sehr einfaches Verfahren. Nämlich Herabsetzung der Löhne. Aha. Eine alte, aber immer noch vorzügliche Idee. Ja, aber leider macht die Ausführung keinen guten Eindruck. Die sozialistischen Gedankengänge, lieber Thompson, erfreuen sich heutzutage einer gewissen Beliebtheit. Südafrika ist weit, Milord. Eine rein geografische Bemerkung. Ich will damit sagen, dass man sich über entfernte Dinge weniger zu erregen pflegt. Bitte? Und was die Reaktion in Südafrika betrifft, so dürfte dafür die dortige Regierung zuständig sein. Naja, ich habe für die Lohnherabsetzung der letzten Jahre ein beneidenswert schlechtes Gedächtnis. Ja, das muss man haben, Marley. Das muss man haben. Soll man sein Gehirn mit solcherlei Bagatellen befassen? Ja, ich meine, ist denn eine weitere Lohnherabsetzung praktisch überhaupt noch möglich? Och, sie ist im Grunde genommen immer möglich. Müller, die Löhne der Negerarbeiter kann man schwerlich weiter herabsetzen. Na also. Ja. Es müssen also entweder die höher bezahlten weißen Arbeiter durch schwarze ersetzt, oder ihre Löhne müssen herabgedrückt werden. Molly, sind wir als Vertreter eines demokratischen Weltreiches nicht verpflichtet, zum Ausgleich der Rassenunterschiede beizutragen? Na, ich bin ja durchaus Ihrer Ansicht, Pembroke. Meine Herren, es ist ethisch zu begründen, dass die weißen Arbeiter nicht mehr verdienen dürfen als die Neger. Ah, mein Hammelsteak. Gott sei Dank, ich komme um vor Hunger. Na, ich meine, die Aktionäre in Johannesburg, die werden doch keine Schwierigkeiten machen, was? Na, wir handeln ja auch in Ihrem Interesse. Ja. Außerdem wird sie Thompson entsprechend bearbeiten. Ja, wir vertrauen Ihnen, Thompson, na ja. Ich danke Ihnen, Müller. Na, sorgen Sie nur dafür, dass den weißen Arbeitern bis zum 1. März gekündigt ist. Sie haben ja alle Vollmacht. Oh. Erhebt sich Widerspruch oder so, drohen Sie mit der Schließung der Gruben. Ja? Verzeihung, Müller. Das wäre ein Regiefehler. Wie? Wenn erst gekündigt und dann mit Stilllegung der Gruben gedroht wird, dann riskiert man überhaupt nichts zu erreichen. Ja, man muss den Leuten die bitteren Pillen schmackhafter machen. Ja. Deshalb werden wir erst die Schließung der Gruben ankündigen und dann nach langem Hin und Her uns bereit finden, den Betrieb fortzuführen. Ja, wenn die Löhne der weißen Arbeiter denen der Schwarzen angeglichen werden, versteht sich. Ja. Wir geben also nach und die Gegenseite ist glücklich, einen Sieg errungen zu haben. Und das Resultat, das ist genau das, was wir uns wünschen. Ja. Los, meine Herren. Ja, also große Richtung nach. Nicht zu vergessen ist auch, dass wir damit den Negerarbeitern eine Konzession gemacht haben. Treten irgendwelche Schwierigkeiten auf, so werden die Schwarzen auf unserer Seite stehen. Den Gegensatz schwarz-weiß soll man nicht unbenutzt lassen, meine ich. Ihre strategischen Fähigkeiten sind anzuerkennen, junger Mann. Sie dürfen mir mal die Wurstersoße rüberreichen. Bitte, Miller. Danke. Ja, also, Mr. Thompson, Sie tun mir leid, dass Sie sich in die afrikanische Einöde begeben müssen. Ja. Oh, Milord. Johannesburg ist eine 3/4-Millionen-Stadt. Ach nee. Ihr tut er nicht leid. Ich beneide ihn. Denk so mal an die schwarzen Weiber mit dem Lendenschurz. Was hat er gesagt? Schwarze Weiber mit Lendenschurz. Aha. Auf die gute Reise. Prost. Ein komisches Land hier unten in Afrika, Peter. Du, ich kann mich noch immer nicht dran gewöhnen, ja. Obwohl ich schon 10 Jahre in Joburg bin. Stell dir vor, bei uns oben in Irland, da ist jetzt im Februar Winter. Und hier,
Du lieber Gott, hier pflückt man Blumen im Garten. Und im März gibt's Äpfel und im April ist Weinlese. Ja, begreifst du denn das, Peter? Ich kenne es nicht anders, Mike. Aber zumindest hat es auch den einen Vorteil, dass du meiner Frau einen frisch gepflückten Blumenstrauß zum Geburtstag mitbringen kannst. Oder für wen trinkst du dich spazieren? Du hast richtig geraten. Und hier ist er. Nelly, ich gratuliere. Und meine Frau lässt auch grüßen. Auch für mich. Dankeschön, Mike. Na jetzt komm, trink eine Flasche Bier mit uns. Verschwender, die Flasche Bier kostet 6 Pence. Oh, ja. Hier ist ein Glas. Noch jemand einzuladen, ist der Gipfel des Leichtsinns. Leg jeden Pfennig auf die hohe Kante, Peter, solange uns die Grubenkammer noch einen verdienen lässt. Aber wenn ihr euch durchaus ruinieren wollt, Prost. 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 Tja. Schöne Überraschung zum Geburtstag, was? Die Blumen? Ja, das war wirklich lieb von euch. Nein, nicht die Blumen, Nelly. Ich meine das Geburtstagsgeschenk der Bergwerkskammer. Sei doch still, Mike. Was denn? Wieso? Was hat die Bergwerkskammer mir geschenkt? Nichts, nichts. Ach so. Ich dachte, du wüsstest das. Ich weiß gar nichts. Weißt du was, Peter? Woher? Tut mir leid, dass ich davon angefangen habe, aber... Na, sag's mir ruhig. Na... Ist es was Schlimmes? Gar nicht. Gerüchte, ganz dumme Gerüchte. Das ist lächerlich. Das ist ja gar nicht ernst zu nehmen. Du hast mir doch gar nichts davon erzählt. Ich möchte wissen, welcher Idiot diesen Unsinn wieder aufgebracht hat. Welchen Unsinn denn, Peter? Das ist nicht ernst zu nehmen. Du hörst es doch. Es wird behauptet, die Gruben sollen stillgelegt werden. Stillgelegt? Oh, Peter. Nelly, hast doch keine Angst. Hör dazu. Man kann nicht 300.000 Mann mit einem Schlag erwerbslos machen. Wie stellt ihr euch das denn vor? Man kann mit uns so vieles machen, was man sich nicht vorstellen kann. Ich bin aus Irland. Ich weiß das. Na und du? Du bist Bure. Du müsstest das doch eigentlich auch wissen. Du musst wissen, was in der Goldstadt die Spatzen von den Dächern pfeifen. 2/3 ihrer Staatseinnahmen bezieht die Südafrikanische Union aus Joburg. Richtig. Na, was ist Joburg anders als die Minen? Man kann sie eben nicht schließen. Das wäre Staatsbankrott. Peter, du redest wie ein Abgeordneter. Großartig. Ich traue den Abgeordneten nicht. Etwas spricht ja für Peters Ansicht. Ich habe mir den Himmel angesehen. Gestern und heute hat er kein Zeichen gegeben. Ein Zeichen? Für Krieg, Hungersnot und Pestilenz, was? Oh, haben wir doch schon hinter uns, Mike. Na, spotte doch nicht, Peter. Früher, wenn irgendwas bevorstand, gab es ein Zeichen am Himmel. Einen feurigen Schein oder so. Bei uns in Irland, da gab es das jedes Jahr. Ja, aber über unseren aufgeklärten Südafrika, da gibt sich der Himmel keine Mühe mehr, für den Aberglauben zu sorgen. Naja, vielleicht ist im Himmel die Sache nicht wichtig genug. Aber für dich, Peter, und für mich, da müsste er feurig rot sein. Ich habe meine Ahnung. Ahnung? Ach, Mike hat immer Ahnungen, Nelly. Wie oft hat er unten im Stollen zu mir gesagt, Peter, ich habe so eine Ahnung, als ob heute der Stollen einstürzt. Der ist nie eingestürzt. Solche Ahnungen hat Mike. Aber wenn Hör auf, kein Aber mehr. Du gehst ja bloß im Kreise herum mit deinen Gedanken. Jetzt hör auf mit dem Unsinn. Schön, hast recht, Peter. Und außerdem bin ich ein unangenehmer Mensch, dass ich euch den Geburtstag verbittere. Richtig. Nur Schluss damit und stoßen wir an auf unsere Zukunft. Aber auf unsere gute Zukunft natürlich, Nelly. Na, ich habe gar keinen Appetit mehr. Nelly, du wirst sehen, wenn die Regierung immer gegen uns war, diesmal muss sie für uns sein. Peter sagt's und Peter ist ein kluger Mensch. Wenn ich Geburtstag habe, Peter, dann werde ich mir wünschen, dass du immer recht hast. Ja, schön. Nelly war für reellere Wünsche. Hier, guck mal. Ja, ich sehe. Ich bewundere das Grammophon schon die ganze Zeit. Ja, das war eine Dummheit von mir. Daran haben wir 2 Jahre abzuzahlen. Mach doch nichts, ist doch ein prachtvolles Stück. Pass mal auf, zeig mal. Was sagst du dazu, hä? Großartig. Ich fürchte beinahe, Herr Thompson, wir werden unsere Verhandlungen ohne Ergebnis abbrechen müssen. Das Bedauern darüber, Herr Minister, dürfte nicht allein auf meiner Seite liegen. Es war für uns eine bittere Überraschung, Mr. Thompson, als die Goldpreise plötzlich fielen. Meinen Ministerkollegen und mir stehen die Sorgen bis zur Kehle. Für meine Auftraggeber war es keine angenehmere Überraschung, Herr Minister. Und wer kann schließlich für die Ewigkeit der Einbildung garantieren, dass das Gold das wertvollste Gut der Erde sei? Einbildung? Ich jedenfalls halte es für eine Einbildung, auch wenn sie allgemein akzeptiert ist. Eine Einbildung?
von der eine Millionenstadt lebt mit Hunderttausenden von weißen und schwarzen Arbeitern. Eine Einbildung, auf der ein guter Teil der Existenz Südafrikas sich aufbaut. Und vergessen Sie das nicht, Herr Minister, eine Einbildung, der zuliebe meine Auftraggeber ganze Vermögen in Minen angelegt haben. Betrüblich, dass der magische Schimmer des Goldes ein bisschen verblasst ist. Na, jedenfalls ging der Preis so banal herunter, als handelt es sich um Presskohlen oder Käse. Also, es handelt sich um eine Ware. Und dieser Tatsache muss man nüchtern ins Auge sehen. Das heißt, in gutes Londoner Englisch übersetzt, das Geschäft, das nicht mehr gut geht, interessiert mich nicht mehr. Sehr richtig, Herr Minister. Und damit sind wir wieder an dem Punkte angelangt, wo wir vor 5 Tagen aufgehört haben. Für die Regierung, Herr Thompson, kann es nur eine Verhandlungsbasis geben. Ich weiß, die Regierung kann es nicht zulassen, dass die Gruben geschlossen und dadurch unzählige Arbeiterfamilien dem Elend und dem Hunger preisgegeben werden. So ist es. Sie wiederholten es mir des Öfteren. Und ebenso oft haben Sie meine Antwort gehört. Es kann den Bergwerksbesitzern nicht zugemutet werden, Betriebe aufrechtzuerhalten, die unrentabel sind. Es müssen im Interesse der Allgemeinheit Opfer gebracht werden. Wenn für die Arbeiterschaft Südafrikas Opfer gebracht werden sollen, dann doch nicht von Privatleuten in London. Dafür ist die südafrikanische Regierung zuständig. Bitte, wir bieten ihr die Gruben zum Kauf an. Darüber zu verhandeln, bin ich nicht in der Lage. Natürlich, denn schließlich werden ja 70% Ihres Staatsbudgets durch die Goldminen gedeckt. Privatwirtschaftlich gesehen sind aber die Minen unrentabel. Sie sagen unrentabel. Haben Sie und Ihre Londoner Herren keinen Vorschlag, den Abbau rentabel zu gestalten? Wir wissen keinen als die Stilllegung der Gruben. Können die Abbaukosten in keiner Weise gesenkt werden? Die sind auf das Mindestmaß gesenkt. Allenfalls durch einen Lohnabbau, wie? Meine Auftraggeber denken sozial. Wir haben deshalb diese Möglichkeit von vornherein ausgeschaltet. Aber ich nehme an, dass dies das Stichwort ist, auf das Sie gewartet haben. Ein Lohnabbau wäre ein neuer Gesichtspunkt. Ein Fall, für den ich keine Instruktionen habe. Wir müssten die Verhandlungen um einige Tage aussetzen, damit ich mit London Fühlung nehmen kann. Tun Sie das, Herr Thompson. Wir müssen alles versuchen, um zu einer Einigung zu kommen. Wir begegnen uns im gleichen Interesse, Herr Minister. Ist Mr. Dodd zu sprechen? Mr. Dodd ist in einer Besprechung. Kenne ich den Trick mit der Besprechung? Ich werde mich mal selbst anmelden. Ja, hallo Sie, das geht aber nicht. Das geht sehr gut. Nein. Reden Sie nicht, Fräulein. So, Mr. Dodd, da wäre ich. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Man wollte mich nicht zu Ihnen lassen, Mr. Dodd. Das konnte ich mir ja denken, denn feige sind Sie ja hier alle. Aber was fällt Ihnen ein? Sie müssen sich anmelden, wenn Sie hier rein wollen. Mein Name ist Peter Roos. Das sagt mir gar nichts. Ich arbeite in den Minen. Ich kann doch nicht die Namen sämtlicher Arbeiter auswendig kennen. Das glaube ich, aber das ist mir gleich. Denn jedenfalls haben Sie den Brief der Grubenkammer, der an mich gerichtet ist, unterschrieben. Keine Ahnung. Was ist denn das für ein Brief? Hier. Geben Sie mal her. Bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir im Interesse der Aufrechterhaltung des Betriebes gezwungen sind, Lohnherabsetzungen vorzunehmen. Der Lohn für den 10-stündigen Arbeitstag beträgt in Zukunft 3 Schilling. Na und? Nehmen Sie das für eine persönliche Kränkung? Den Brief haben Sie nicht allein bekommen. Das weiß ich und ich bin auch im Auftrag vieler Kameraden hier. Ach, soll das eine Drohung sein? Nehmen Sie es, wie Sie es wollen. Mein Bester, Sie täten gut daran, friedlich nach Hause zu gehen und froh darüber zu sein, dass die Gruben nicht ganz geschlossen worden sind, wie es ursprünglich geplant war. Das war geplant, Mr. Dodd. Meinen Sie, wir hätten den Schwindel jetzt nicht durchschaut? Tja, offenbar sind Sie besser orientiert als ich. Offenbar! Das ganze Theater ist doch bloß gemacht worden, damit die Herren von der Bergwerkskammer und die Gelte gegen London dem Publikum die weiße Weste zeigen können. Ach nee. Warum soll man denn die Gruben schließen, wenn sie immer noch Gewinn abwerfen? Aber es war den Herren nicht genug und was die da oben mehr einstreichen wollen, das sollen wir bezahlen. 3 Schilling den Tag. Ich soll also für denselben Lohn arbeiten wie ein Kaffer. Finden Sie das ungerecht? Ja, das finde ich ungerecht. Weil ich nicht in den Baracken der Grubenverwaltung wohne, sondern Miete zahlen muss. Weil ich ein gelernter Arbeiter bin, eine Frau und 3 Kinder habe. Die Kaffern können sich für solche Hungerlohn arbeiten lassen, die sind allein. Frau und Kinder haben sie bei ihrem Stamm zurückgelassen. Länger als 1 Jahr bleiben die ohne dies nicht hier. Dann geht sie zurück in die Wildnis und sind ungeheuer angesehen bei ihren Stammesgenossen, weil sie vielleicht einen alten Frack mitbringen oder
eine kaputte Petroleumlampe. Wenn die Weißen mit den Niggern nicht konkurrieren können, dann ist es das Beste, sie überlassen den Schwarzen ihre Arbeitsplätze freiwillig. Also sonst werden sie eben dazu gezwungen, nicht wahr? Ja. Ah, das ist es ja. Die ganze Sache richtet sich gegen die weißen Arbeiter. Was hat man aber zum Beispiel uns Buren 1914 gesagt, als Freiwillige für den Krieg gesucht wurden? Ihr braucht keine Angst, um eure Arbeitsplätze zu haben. Die gehen euch nicht verloren. England wird dafür sorgen, dass jeder Weiße seinen Arbeitsplatz behält. England hat dafür gesorgt. Sie haben ihren Arbeitsplatz behalten. Tun Sie doch nicht, als wären Sie gekündigt worden. Das ist doch hier viel schlimmer als eine Kündigung. Mensch, Sie langweilen mich. Obwohl ich für viele Kameraden spreche, Mr. Dodd, bin ich doch heute sozusagen privat zu Ihnen gekommen. Hüten Sie sich vor dem Tage, wo mich meine Kameraden offiziell zu Ihnen schicken. Soll das wieder eine Drohung sein? Nehmen Sie es, wie Sie es wollen. Ministerpräsident Smuts hat das Wort. Ladies and Gentlemen, nach langen Verhandlungen ist es der Regierung gelungen, die Stilllegung der Gruben von Johannesburg zu verhindern. An die Stilllegung der Gruben hat kein Mensch außer Ihnen geglaubt. Wir betrachten das Resultat als einen Erfolg der Regierung. Mögen auch einige der Herren Abgeordneten anderer Meinung sein. Das Resultat ist, dass die weißen Arbeiter verhungern können. Und das ist der Erfolg der Regierung. Lund wird mit Herrn Smuts zufrieden sein. Die Opfer, die ein Teil der Arbeiterschaft bringen musste, stehen in keinem Verhältnis zu den furchtbaren Schwierigkeiten, die bei einer völligen Stilllegung der Gruben entstanden wären. Und dies zu verhindern, haben wir uns bemüht. Über 300.000 Arbeiter hätten ohne unsere Intervention ihre Stellen verloren. 30 Herren in Lotten, Joburg und Pretoria hätten keine Dividenden mehr bezogen. Und nun soll es ein Misserfolg der Regierung sein, dass noch jeder Arbeiter an seinem Platz steht. Die Arbeiterschaft sollte uns lieber danken, anstatt uns mit Vorwürfen zu überhäufen. Kameraden, wir fahren morgen nicht mehr in die Gruben ein. So ist es beschlossen und dabei bleiben wir, bis unsere Forderungen erfüllt sind. Kameraden, die entscheidende Stunde ist gekommen. Wenn wir jetzt nicht kämpfen, sind wir für immer besiegt. Haltet zusammen gegen die Grubenkammer und gegen die Herren in London, denen es ganz gleich ist, ob wir hier in Joburg verhungern oder nicht. Kameraden, denkt daran, dass unsere Sache gerecht ist. Wir kämpfen um keinen Luxus und kein Wohlleben. Wir kämpfen um unser tägliches Brot, um unser nacktes Dasein. Jawohl. Keiner darf sich ausschließen. Wir werden dafür sorgen, dass kein Verräter sich als Streikbrecher betätigt. Und wir werden auch dafür sorgen, dass die weißen Arbeiter in allen Johannesburger Betrieben sich uns anschließen. Haltet aus, Kameraden, bis wir gesiegt haben. Mein Kind, du weißt, dass ich es nicht gerne habe, wenn du mich im Büro aufsuchst. Und offen gesagt störst du mich gerade jetzt besonders. Wir können uns am Weekend sehen, wenn du nichts Besseres vorhast. Falls du aber Geld brauchst, hier, bitteschön, ist ein Blankoscheck. Ich brauche kein Geld. Das ist es ja eben, dass du immer nur an Geld denkst. Hä? Ach, ich schäme mich, den Namen Pembroke zu tragen. Tja, heirate, dann kriegst du einen anderen Namen. Na, sag mal im Ernst, liebes Kind, bist du eigentlich verrückt geworden? Wahrscheinlich nennst du es verrückt, wenn jemand Mitgefühl für diejenigen aufbringt, die du ausbeutest. Ach du lieber Gott. Lilian, ich habe nichts gegen Sozialismus, wenn du in der Society damit Erfolg hast. Aber ich sehe, du hast dich zu intensiv damit beschäftigt. Du nimmst es ernst. Ernst nehmen soll man möglichst wenig auf der Welt. Nur das Geschäft, nicht wahr? Lilian, ich glaube an eine göttliche Weltordnung. Ich glaube, dass es nach Gottes Willen Reiche und Arme gibt. Die Armen leben von den Geschäften der Reichen. Glaube mir das, Lilian.
Schaffe ich nicht Brot für viele Tausende, wenn ich ein Bergwerk in Betrieb setze? Nun, wovon leben die Reichen? Ja, von der Arbeit der Armen natürlich. Das ergänzt sich wie Kopf und Hand. Das ist das harmonische Gleichgewicht der göttlichen Weltordnung. Na, und für diese göttliche Weltordnung hast du offenbar auch in Südafrika gewirkt. Ach so, daher weht der Wind. Meine Liebe, glaube nicht alles, was dir die Zeitung oder deine sozialistischen Freunde erzählen. Du hast mich durch deinen reizenden Besuch gerade in der Lektüre der Nachrichten unterbrochen, die ich aus Johannesburg erhalten habe. Authentische Nachrichten, mein liebes Kind. Diese Leute da unten verdienen nicht dein Mitleid. Das sind Verbrecher, die sich nicht, die sich nicht nur gegen den Bestand des Staates, sondern selbst gegen die Existenz ihrer Mitbürger versündigen. Zum Beispiel hier, da. Zusammenstöße von arbeitswilligen Schwarzen mit weißen Streikposten. Na also bitte, da sollen nun diese armen Nigger gezwungen werden, die Arbeit niederzulegen und ihr tägliches Brot zu verlieren. Und hier, Zusammenstöße mit der Polizei. Da untergraben diese Verbrecher, ich sage Verbrecher, nicht nur durch ihren Streik die Wirtschaft, sondern rennen sogar noch gegen Ordnung und Sicherheit an, ja. Nun, warum tun sie das alles? Aus heiterem Himmel heraus, nicht wahr? Nur weil sie bösartig sind. Du, hör mal, diese Fragen kann ich glatt mit Ja beantworten, weil ich die Sachlage kenne. Du aber siehst sie bloß durch die Brille deiner neuen Weltanschauung. Also, Papa. Ja? Ich muss dir leider mitteilen, dass ich die Absicht habe, an einigen Protestversammlungen teilzunehmen. Und dass ich auch den Hilfsfonds unterstützen werde. Hilfsfonds? Aber bitte, bitteschön. Soll ich dir vielleicht doch einen Scheck überreichen? Das ist ja auf jeden Fall mein Geld, was du stiftest. Ich finde die Idee apart, mit Lord Pembrokes Geld gegen Lord Pembroke zu arbeiten. Vielleicht 1.000 Pfund. Ich hasse deinen Zynismus. Wie, denn willst du schon gehen? Das tut mir aber leid. Auf Wiedersehen, mein Liebling! Ich entziehe dem Abgeordneten das Wort. Die sogenannte Freiheit, meine Herren, bedeutet offenbar am Empire die Freiheit, verhungern zu dürfen. Jawohl. Das Wort hat der Herr Ministerpräsident Smuts. Meine Herren, es heißt, die Begriffe Freiheit und Demokratie zu weit treiben, wenn man... Wenn der Armer im Vertrauen auf diese schönen Worte sein Lebensrecht verteidigt. Wenn man die offene Rebellion gegen die staatliche Ordnung damit erlaubt. Ich teile dem Hause mit, dass seit gestern Truppen zusammengezogen sind, um, wenn es nicht anders möglich ist, die Aufrührer mit Gewalt zur Vernunft zu bringen. Streik droht im Johannesburger Bezirk auch auf lebensnotwendige Betriebe überzugreifen. Die Regierung kann keinesfalls dulden, dass beispielsweise die Eisenbahnzufuhren unterbunden werden, dass Arbeitswillige am Betreten der Minen gehindert werden und dass durch offene Gewaltandrohungen die Bevölkerung eingeschüchtert wird. Die Regierung wird diese Methoden mit allen Mitteln zu hindern wissen. Mit den Mitteln der Freiheit und Demokratie! Ja. Den Streikenden darf ich an dieser Stelle auch sagen, dass die Geduld der Regierung erschöpft ist. Und ich rate Ihnen in 12. Stunde, sofort die Arbeit wieder aufzunehmen. Zu welchen Bedingungen? Bedingungslos. Da kommst du ja endlich. Entschuldige, Liebling. Wartest du schon lange? Naja, ich habe schon 5 Tassen Kaffee aus Langeweile und einen Cognac aus Wut getrunken. Außerdem kenne ich die heutigen Zeitungen von Johannesburg, Kapstadt und Pretoria alle vollkommen auswendig. Sei mir nicht böse, Darling. Aber ich bin ja so kaputt. Ich bin ja ganz erledigt. Was hast du denn? Wirklich, du siehst ganz blass aus. Und du zitterst ja. Hallo, Herr Ober, bitte einen Cognac. Mein Gott, das... Was hast du denn? Aber das steht doch in der Zeitung. Hier liest doch Bombenanschlag auf die Bergwerkskammer. Stell dir vor, Liebling, direkt neben meiner Schreibmaschine ist das Dynamit explodiert. Ein Glück, dass mich Mr. Miller, unser Bürovorsteher, gerade zur Bank geschickt hat. Ja, und die anderen Angestellten auch? Ja, du, das ist ja das große Glück. So. In dem Augenblick, als die Bombe explodierte, war nicht ein Mensch im Zimmer. Und im Zimmer nebenan auch nicht. Ach, die hatte wohl Herr Miller alle weggeschickt, was? Ah ja, Herr Miller oder ein anderer, das weiß ich nicht. Aber stell dir vor, 2 Stockwerke sind demoliert. In den zerstörten Zimmern hätten normalerweise 25 Menschen gesessen. Und nicht ein einziger war darin. Ist das nicht ein Glück? Mhm. Besonders, wenn man bedenkt, dass es mitten in der Bürozeit war. Ein verdächtiges Glück sogar.
verdächtig, aber wieso denn? Ah, hier kommt der Cognac. Dankeschön, Oren. Ja, bitte. Ach, ja, komm, gib mir, vielleicht hilft mir das. Ach, Darling, du, ich muss immerzu daran denken. Du, wenn ich in dem Zimmer gesessen hätte, dann... Dann wäre wahrscheinlich die Bombe nicht explodiert, ne? Was willst du damit sagen? Meinst du vielleicht, dass ich unter einem besonderen Schutz des Himmels stehe? Des Himmels? Der liebe Gott kann hier vielleicht sehr gut auch durch die Bergwerkskammer ersetzt werden. Du, ich verstehe dich überhaupt nicht. Findest du den Menschen, die so etwas tun, nicht verabscheuungswürdig? Aber selbstverständlich finde ich das. Aber weißt du denn, wer es war? Na klar, die Arbeiter, die Streikenden natürlich. So, na, das ist schon möglich. Aber bitte, du hast mir heute Gelegenheit gegeben, mal die Zeitungen richtig aufmerksam durchzulesen. Steht jedenfalls fest, dass diese Bombe der Bergwerkskammer sehr gelegen gekommen ist. Ja, wieso denn? Na bitte, sie hat einen wundervollen Grund, alle Verhandlungen einfach abzubrechen. Was sie auch wirklich getan hat. Und wie erklärt sie so schön? Hier, lies doch mal. Die Bergwerkskammer hat keine Veranlassung, mit Mordbrennern und Banditen zu verhandeln. Und die Regierung bläst selbstverständlich auch in dasselbe Horn. Bitte hier, die Streikenden werden nunmehr als Aufständische betrachtet, gegen die mit Waffengewalt vorgegangen wird. Ja, und geschieht Ihnen das nicht ganz recht? Na, zumindest werden die Bergwerkskammer und die Minenbesitzer nicht unzufrieden darüber und sein. Und der Streik wird aufhören. So, bist du so sicher? Ach, gegen den Staat und gegen die Armee gibt es keine andere Möglichkeit. Aber wenn jetzt die Verzweiflung beginnt, bedenkt doch, wenn die Verzweiflung beginnt, gibt es dann vielleicht auch keine andere Möglichkeit? Was ist das? Das ist eben die andere Möglichkeit, Darin. Ja, aber der Zentrale. Ja. Gut, wenn es soweit ist, dann ruft wieder an. Neue Nachrichten? Ja, kannst wohl nicht genug bekommen, was? Sind sie wie auf Kohlen. Ja, du bist anspruchsvoll, mein Lieber. Mehr konntest du doch in den letzten 2 Stunden nicht verlangen. Fast kein Betrieb mehr in Johannesburg streikfrei. Eisenbahn, Verkehrsgesellschaft, alles stillgelegt. Sämtliche Bahnhöfe sind in unserer Hand. Zufahrtsstraßen verbarrikadiert. Rathaus, Justizpalast, Universität, Theater, alles von uns besetzt. Kurz und gut, alles fällt uns in den Schoß. Ja. Ganz Johannesburg sympathisiert mit uns. Aber, einer muss eine schlechte Nachricht kommen. Ja. Da ist es schon. Wetten, dass die gut ist? Aber der Zentrale. Wie? Jawohl. Hauptpost- und Telegrafenamt ebenfalls besetzt. Na, das wurde aber auch Zeit. Gut. Nirgends Widerstand. Sehr schön. Gut. Ende. Oh. Was sagst du nun? Ja, nichts mehr. Ja. Aber so viel Glück ist unheimlich. Ja. Der Provokateur, der die Bombe in der Bergwerkskammer explodieren ließ, der glaubte, uns unmöglich zu machen. Er hat genau das Gegenteil erreicht. Einen Moment. Er hat noch etwas anderes erreicht. Nämlich, dass wir uns bewaffnen mussten. Und unsere Bewaffnung ist kläglich. Wir haben ein verrostetes Maschinengewehr aufgetrieben. Und das ist unser schwerstes Geschütz. Er hat leider recht. Ja. Wartet nur weitere Nachrichten ab. Selbst wenn die ausbleiben sollten oder anders lauten, als wir hoffen. Ich bin dennoch optimistisch. Ja. Die Regierung wird es zuletzt doch nicht auf einen Kampf bis zum letzten Mann ankommen lassen. Mag das Maschinengewehr verrostet sein. Unsere Waffen sind besser. Weil sie das Zeichen unserer Entschlossenheit sind. Davor wird's Mut zurückweichen, sag ich euch. Auf einen Kampf zum Nutzen der Londoner Geldsäcke kann ich immer nicht glauben. Träumt ihr nicht etwa, liebe Freunde? Ist der gute General Smuts ein Weihnachtsengel und seine Soldaten die himmlischen Heerscharen, die da kommen mit Chorälen, euch zu ergötzen? Lasst alle Hoffnung fahren, Freunde. Es ist besser zu glauben, dass dicht vor uns unsere letzte Stunde liegt. Red nicht so. Friert ihr? Ich nicht. Ich habe nie daran geglaubt, dass der Erfolg immer bei der Gerechtigkeit sein müsse. Wir wollen die Flinten laden und unsere Posten beziehen, Kameraden. Ohne Hoffnung, aber entschlossen bis zum Tode. Ich rate euch, nehmt Abschied und freut euch, dass ihr nichts hinterlasst. So braucht ihr es auch nicht zu ordnen. Gute Nacht. Ja, er hat die Nerven verloren. Na, lass ihn. Aber der Zentrale,
Was? Waffen- und Munitionsdepot der Polizei in unseren Händen? Das ist ja... So viel Glück ist unheimlich. Ach, Kameraden, ich könnte brüllen, ich könnte trampeln, ich könnte singen. Mir ist ganz komisch in der Kehle, als wenn ich heulen müsste. Im Schnaps. Mister, da meint ihr, wir würden es nicht schaffen? Kameraden, ich sag euch, noch 3-4 Tage durchhalten und wir haben erreicht, was wir fordern. Alles, sag ich euch, alles. Wir haben den besten Posten in ganz Joburg, Mike. Hier oben ist es schön luftig. Das tut gut, wenn man die ganzen Jahre als Maulwurf gelebt hat. Ah, das Leben ist schön. Ich kröch lieber wieder als Maulwurf in den Goldminen herum. Das ist keine Arbeit für mich, hier oben auf dem Dach des Arbeiterhauses zu stehen mit der Flinte im Arm. Wir müssen es, Mike. Es erbittert mich, dass wir müssen. Und hier oben ist nichts zu tun und man denkt nach. Und das ist nicht gut, nachzudenken, Peter. Du, Peter, gestern war der Himmel voller Zeichen. Er war feurig rot, mitten in der Nacht. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich dachte immerfort an meine Kinder. Unsere Zukunft, Peter. Was wird aus unserer Zukunft? Zukunft ist Unsinn. Mir gefällt alles, ich weiß selber nicht warum. Die Umstände sind sonderbar. Das gibst du wenigstens zu. Schau, Mike, wenn du dich hier auf den Rücken legst, so zum Beispiel, dann siehst du nichts anderes mehr als den Himmel. Na und? Gar nichts weiter, das gefällt mir. Das begreife ich nicht. Ich auch nicht. Zeichen habe ich nicht gesucht und auch sonst hat mich der Himmel nie besonders interessiert. Pete, aber wir werden hungern müssen. Siehst du, jetzt begreife ich erst, dass es so etwas wie Schönheit auf der Welt gibt. Nein, daran glaube ich nicht. Man kann es nennen, wie man will. Es kommt mir auf das Wort gar nicht an. Aber das Blau über uns, das ist nicht selbstverständlich. Sieh, es hängen weiße Wolken darin wie Fahnen. Findest du nicht, dass sie wie Fahnen aussehen? Nein. Schade, das ist schade. Zum Beispiel könnte das auch hier Gras sein, worauf ich liege. Aber du bist krank, Peter, du fantasierst. Eine Wiese mit Heuschrecken und Käfern und Schmetterlingen. Du wirst es nicht glauben, Mike, aber ich höre die Käfer summen und brummen. Ich auch. Zum Teufel, was sind das? Flugzeuge. Da, 3 Flugzeuge. Du, hör mal, was nicht für uns ist, das ist wieder uns. Die Arbeiter haben keine Flugzeuge. Das ist die Linie Pretoria-Kapstadt. Mit 3 Maschinen beflogen? Nein, Mike. Die Sache gefällt mir nicht. Ach was. Sie halten Kurs direkt auf uns zu. Wir beide sind nicht so interessant. Komm, das Arbeiterhaus. Runter vom Dach, Mike. Du! Lass doch. Die werfen Bomben! Mike! Mike! Nachtredaktion, Capestead News. Ja? Wie? Moment. Bombenangriff auf Gewerkschaftshaus in Johannesburg. 3 Frauen, 3 Kinder, 6 Männer getötet, mehrere Verwundete. Wie? Ist das alles? Wegen 6, 9, 12 Toten klingeln die einmal zum Schlafen. Mein Gott, solche Lappalien. Ein Erdbeben, Lissabon brauchen wir. Oder eine Titanic mit 1000 Toten. Das wäre eine Zahl, für die man sich jederzeit aus dem Schlaf reißen lässt. Noch was? Die Regierungstruppen rücken mit Panzerwagen, Maschinengewehrabteilungen, Artillerie und Flugzeugen weiter gegen Johannesburg vor. Ist ja eigentlich selbstverständlich. Dankeschön. Danke. Gute Nacht. Eine besonders gute Schlagzeile gibt das nicht. Mein Gott, was sollen wir bloß machen? Du, Nelly, ich habe Angst. Ich halte das nicht mehr aus. Es wird schon wieder werden, Mary.
Dein Mike wird schon wiederkommen. Ach, daran glaubst du ja selbst nicht, Nelly. Nein, nein, das wird nie wieder werden. Du komm, komm, wir wollen in die Stadt gehen. Komm, wir wollen sie suchen. Aber das ist doch Unsinn, ja, Mary. Das ist ja möglich. Aber ich begreife bloß noch eins. Mike ist in der Stadt. In der Stadt wird geschossen. Seit 3 Tagen wird in der Stadt geschossen. Bomben, Granaten, Kugeln. Mein Gott, es gibt ja so viele Möglichkeiten, einen Menschen zu töten. Sprich nicht davon. Bitte, oh bitte, rede nicht so. Es gibt ja gar nichts anderes mehr, wovon ich reden könnte. Der Geschützdonner hat heute nachgelassen. Ach, meinst du, das sei ein gutes Zeichen? Ich weiß nicht, aber... Still, da kommt jemand ins Haus. Du, das ist mein Mann, nicht? Ja, du, ich glaube, das ist ein Schritt. Peter! Ja. Oh, Peter! Ja. Mein Gott, mein Gott. Dass du wieder da bist. Dass du wieder da bist. Wo kommst du her, Peter? Es ist alles aus. Aus? Sie haben uns mit Bomben, Flammenwerfern und Maschinengewehren ausgeräuchert. Herr Smuts hat gesiegt und wir haben verloren. Wir sind auseinandergelaufen wie eine Herde erschreckter Schafe. 300 Tote. Und alle von uns. 300 Tote. Aber du... Du bist wieder da. Wenn du nur da bist. Mir ist alles gleich. Alles umsonst, umsonst. Oh. Bomben sind stärker als Mut und Verzweiflung. Oh, Nelly. Ich bin müde. Du, Peter. Wo ist Mike? Mike? Peter, sag mir, was mit Mike los ist. Mary, frage nicht so. Ich bitte, frage mich nicht. Du quälst mich mit deinen Fragen. Ist er dabei? Bei den 300? Guten Morgen, Papa. Guten Morgen. Guten Morgen, Lilchen. Ich freue mich, dich auch einmal wieder beim Frühstück begrüßen zu können. Deine politischen Versammlungen haben dich wohl sehr beansprucht. Ach, du meinst, weil ich immer erst mittags aufgestanden bin? Ja. Oh nein, Papachen, mit Politik hat das nichts zu tun, sondern ich trainiere jeden Abend für die Meisterschaft im Amateurtanz. Ah. Du, ich habe einen fabelhaften Partner gefunden. Ah, gratuliere, gratuliere. Hast du übrigens die Morgenzeitung schon gelesen? Nein, was Neues? Och, man meldet gerade, dass der Streik in Johannesburg zusammengebrochen ist. Herr Smuts hat mit seinen Soldaten die Stadt ein bisschen bombardiert. Einige 100 Tote. So, darf ich mal die Sahne haben? Ja, bitte. Okay. Das scheint dich ja gar nicht zu interessieren. Nein, gar nicht. Südafrika ist ja so weit weg. Oh, das freut mich, dass du dich so erfolgreich mit Geografie beschäftigt hast. Aber wo ist denn deine fanatische Begeisterung für die Minenarbeiter geblieben? Minenarbeiter? Ach ja, richtig. Ach, Papa, ich war ein paar Mal in Arbeiterversammlung, aber das ist nichts für mich. Ja, ja, der Ansicht war ich immer. War es langweilig? Doch furchtbar langweilig. Nun, dann wurde mir immer beinahe schlecht. Also dieser Geruch. Papa, diese Leute stinken ja. Ja, das ist die Armut, die so riecht. Davon soll man sich fernhalten. Na, ich kann mir nicht helfen. Ich fühle mich nur unter gepflegten Menschen wohl. Der Einfluss der Nase auf die politische Meinung. Papa, du könntest mir übrigens einen Scheck ausschreiben, ja? Was denn? Etwa für den Hilfsfonds? Nein. Für die Schneiderrechnung. Ja, da siehst du, wärst du bei den Sozialisten geblieben, da könntest du in Cartoon gehen. Aber mir ist die Weltmeisterschaft im Amateurtanz lieber. Hier ist der Scheck. Danke. Oh, ein Blankoscheck? No, schließlich habe ich in Afrika eine Schlacht gewonnen, die Millionen wert ist. Du scheinst vergnügt zu sein, Peter. Und wie? Was kommt daher, dass ich an so angenehme Dinge denke? Wie denkst du über den Beruf des Schuhputzers, Nelly? Das ist der sicherste Weg, Millionär zu werden, wie ich hörte. Ach, Peter. Ach du, es ist so schrecklich, wenn du so redest. Ja, finde ich auch. Aber weißt du einen besseren Beruf für mich? Bergarbeiter, Peter. Denen dienen, die meine Kameraden totgeschossen haben? Oh. Ich müsste mich vor den Toten schämen. Peter, bitte sei doch vernünftig. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Die Toten, ach, die Toten sind tot und sie werden dir auch verzeihen, das weiß ich. Glaub so. Mike, hörst du das? Mike,
Fahr wieder in deinen armen, geschundenen Leib, Kamerad. Und sage mir, dass ich mich verkaufen soll für 3 Schilling täglich. Ja. Ach du, ich werde auch etwas zu verdienen suchen. Als Waschfrau bei der Negerfamilie. Oder weißt du was Besseres? Wir können auch das eine oder andere von unseren Sachen verkaufen. Zum Beispiel das Grammophon, von dem uns nichts gehört als 1 Pfund Anzahlung. Und was noch? Ja. Ich möchte es nicht sagen. Sag es, sag es. Die Ringe. Sehr gut, sehr gut. Was brauchen wir Ringe? Sind lange genug verheiratet. Mach noch einmal 1 Pfund. Vielleicht noch 2, 3 Schillingen drüber. Meine Taschenuhr, kein kostbares Stück, aber sagen wir 10 Schillingen. Also wollen wir mal günstig rechnen, 3 Pfund im Ganzen. Wie viele Jahre willst du mit den 3 Pfund auskommen? Ach, es wäre doch eine kleine Hilfe für die erste Zeit. Mhm. Und nachher? Peter, wo willst du denn aber mehr als 3 Schilling täglich verdienen? Nelly, selbst wenn ich wieder ins Bergwerk wollte, meinst du, die würden mich nehmen? Vielleicht doch. Wer kommt denn da? Das ist die Zeitung. So, die müssen wir auch abstellen. Das Abonnement frisst uns die Marmelade vom Brot. Was Neues? Ich sehe gerade nach. Hier, Peter. Was denn? Die Bergwerkskammer von Johannesburg gibt bekannt, diejenigen Arbeiter, die bis zum Freitag, den 12. April, die Arbeit nicht wieder aufgenommen haben, gelten als entlassen. Und? Na und? Du bist also nicht entlassen. Du kannst wieder arbeiten. Für 3 Schillinge täglich, sehr gnädig von der Bergwerkskammer. Och, Peter, sei doch vernünftig. Alles gut. Gib mal die Zeitung her. Smuts hat eine Rede gehalten. Nach den bitteren und traurigen Tagen von Johannesburg soll trotz allem der berechtigte Groll gegen die Aufrührer vergessen sein. Eingedenk des schon vergossenen Blutes wollen wir milde walten lassen anstatt der Gerechtigkeit. Damit handeln wir, soweit es der Tradition unseres Mutterlandes England entspricht, hart im Kampf, aber gnädig gegen den Besiegten zu sein. In der Tat, so hat England immer gehandelt. Indien, Irland, die Buren. Prächtige Rede, Herr Smuts, sehr prächtig. Und deshalb rufen wir unseren irregeleiteten Landsleuten zu, es sei alles vergeben. Lebt wieder brüderlich und friedlich mit uns. In meine Arme, Herr Smuts, in meine Arme. Oh, wundervoll, wundervoll. Die Bibel ist nichts dagegen. Was war das? Schüsse? Das friedliche und brüderliche Leben geht schon los, scheint mir. Bleib, aber lass dir nicht, komm her, ich mach schon auf. Mary, was gibt's denn? Schnell, Peter! Peter, du musst weg! Die ganze Straße ist voller Soldaten. Was? Du sieh zu, dass du noch durchkommst. Die holen alle aus den Häusern, die man mit Waffen gesehen hat, und führen sie ab. Kann ich möglich. Ja, manche haben sie gleich auf der Straße erschossen. Was? Aber da sind sie. Versteck dich, Peter. Nein. Oh, Peter, versteck dich im Schlafzimmer, bitte, Peter. Ich kann nicht. Spät, meine Dame. Sie heißen Peter Rus? Wer bin ich? Sie sind verhaftet. Warum? Das werden Sie früh genug erfahren. Hickson, den Mann festnehmen. Nicht anfassen! Bitte haben Sie doch Erbarmen. Er hat ja nichts getan, was strafbar ist. Haben Sie doch Erbarmen! Ihr seid doch auch Menschen! Ihr seid doch auch Menschen! Rompen! Die beiden Frauen ins Hinterzimmer einsperren. Hört die Frau nicht an ihr Blut von Sie! Peter! Peter! Peter Rus, Sie sind wegen Aufruhrs und Konspiration gegen den Staat zum Tode verurteilt worden. Ich habe vor keinem Gericht gestanden. Ich weiß von nichts. Es genügt, wenn wir es wissen. Ich verlange vor einem Richter gestellt zu werden. Hickson, machen Sie es kurz. Raus mit dem Kerl auf die Straße! Peter!